Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir porten uns gleich weg, denn ich glaube, wir waren hier schon brav genug. haben hier schon einiges entdecken dürfen und... Jo, ich sehe gerade, von hier aus kann man da noch was machen. Das ist scheinbar von hier aus erreichbar. Da rein, da raus, da rein, da raus, darüber, da können wir was machen. Okay, also hier müssten wir fertig sein. Das heißt, ich bohrte mich gleich mal. Warte, nein. Ich bohrte mich hier hin. Wir geben die Köpfe ab. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof, die Idee. So. Sitzt der unten? Nein, der wird oben wieder residieren. Servus. So. Servus, du Komischer. Ich habe hier die paar Köpfe für dich. Ich habe hier ein paar Köpfe für dich. Heiki, das ist ja barbarisch. Du wolltest doch die Köpfe haben, oder nicht? Na, ich hatte erwartet, dass du mir ihre Leichen bringst. Nicht, dass du ihnen die Köpfe abhackst. Ja, aber von einem Burschen wie dir sollte man auch nichts anderes erwarten. Nicht wahr? Wie auch immer, hier ist deine Belohnung. 100 Goldstücke pro Kopf. Hey, wir hatten uns auf 200 pro Kopf geeinigt. Ah ja, das sind dann 600 Goldmünzen. Ja, würde ich auch sagen, du Kratler, du. Zeig mir dein Angebot. Zeig mir dein Angebot. Pet hat da noch was für uns. Seidenhemd, edle Weste. Ja, Silberzunge und so weiter. Schwarze Hosen. 300 würde die kosten. 2188 Hammer. Was haben wir an? Ein Lederhemd haben wir an. Du, die wäre aber echt nicht schlecht. Schau mal. Dieses edle Stück zeugt von Geschmack und Reichtum. Aber eine weiße Hose, ich stehe nicht so auf weiße Hosen, da kennt man jeden Fleck drauf. Ohrring des Duellanten, Stichwaffe plus 5. Zwei gekreuzte Klingen aus Silber zeugen von Geschmack. Eine Perle und Rubin. Boah, die Weste wäre halt schon cool. Hose haben überhaupt noch nichts Gescheites. Aha. Edle. Gute Schuhe, edle Schuhe. Ich weiß nicht, schauen wir so aus wie der wahrscheinlich, ne? Ich meine, uns steht das definitiv besser als ihm, keine Frage. Wie kann dieses Seidenhemd mehr kosten als alles andere? Unfassbar. Ja. Was machen wir? Weiße Hose, schwarze Hose. Schwarze Lederhose mit Kupfernieten. Aus einem edlen Stoff die weiße. Lack und Leder steht ihm sicher gut, oder? Sollen wir das ausgeben? Was hätten wir denn zum Verkauf? Blüter. Schaufelknochen, rohes Fleisch, Krallen. Viele Händler geben gutes Geld für Tierkrallen. Leuchtkugel. Sicheln. Wichtige Zutat für Voodoo. Okay, das lassen wir noch. Eine Perle kann er haben. Von mir aus. Den Jadestein bin ich mir nicht so sicher. Den Goldteller von mir aus kann er haben. Die Idol-Sachen, die lasse ich mal. Oder sind die vielleicht echt zum Verkauf gedacht? Aus Jade und sehr wertvoll. Die Schale können wir hergeben. Dann geht sich schon zumindest mal das Ding ans Haus. Vielleicht das Notgroschen aufheben. Da werde ich die Krallen vorher noch wegtun. Oh. Und die vier auch noch. Ich glaube, das reicht. Wir kaufen ein. Die edle Weste und die schwarze Hose. Und sonst nichts mehr. So, das war's. Ich denke mal, ich hoffe, das ist angemessen. Schauen wir mal, wie es uns stehen tut. Körper. Die edle Weste. Jo. Gar nicht mal so unschick. Und die Haxen. So. Ajo, das schaut schon nicht so schier aus, oder? Füße. Abgelaufene Stiefel. Nein, ich bin noch kein Pirat. Ich weiß. Auf das freue ich mich schon, wenn wir das anziehen dürfen. So, gut. Jetzt schauen wir schon wieder nicht so schlecht aus, oder? Kopftuch. Rot? Ah, das wird besser stehen, ne? Das Rote. Nein, dann lassen wir es so, oder? Und schon haben wir einen neuen Look. So. Uhrzeitmäßig? Ist ja nicht so schlimm, ne? Nein.
haben erst angefangen. Alles gut. Wir schauen mal ja nicht so schlecht aus, oder? Wir sind ja ein schnicker Typ, meine Lieben. Und wir haben jetzt noch 2000 Goldstücke. Kerzenleuchte, das wäre echt schön, wenn die mal schlafen gehen würden. Weißt was? Schimpfen die? Wahrscheinlich. Bis Mitternacht. Sind da noch welche wach? Tatsächlich, ja. Scheiße, da braucht man Schlösser knacken. Im Bett? Was haben wir da? Ein Pokal nehmen wir? Hey, was oh, Mist. Nein, nicht im Ernst jetzt, wirklich? Jetzt muss ich da oben. Das darf ich da erst laden? Echt? Ich hätte speichern sollen. Ich habe gedacht, das geht. Entschuldigung, muss ich nochmal machen. Ach, das ist jetzt Winter. Ich hätte ja wenigstens mal schnell speichern können. Also automatisch speichern so. Ja, ja, ist schon gut. Lad weiter. Müssen wir halt nochmal machen. Ist eh klar. Ey, warte. Das hat schon gepasst so. Entschuldigung, tausendmal Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ja, genau, so geht er nur. Laufen geht nicht schneller als wieso. Dab, 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 Scheimdreck. So. Da, ich habe ein paar Köpfe für dich. Kann man das überspringen? Du wolltest. Ja, mit der rechten Maustaste geht das. Bla, bla, bla. Zeig mir das Angebot, bla, bla. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit und verkauften Hammer tut. Ah ja, da schau mal, ein altes Schwert kann ich hergeben. Stimmt, ich Depp. Das geben wir her, die Machete. Das Endermesser behalte ich vielleicht noch. Blunter. Die Leuchtkugeln habe ich hergegeben. Die Krallen. Dann haben wir hergegeben die Schale, den Goldteller und ich glaube, das war's auch schon. Glaube ich. Jawohl, genau. So. Tschüss. Entschuldigung nochmal, tausendmal. So, also Kopf haben wir rot. Körper haben wir edel. Und die Haxen haben wir schwarz. So, sehr gut. Perfekt. Okay. Der Kerl sieht uns, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich versuche trotzdem mal für Mitternacht zu schlafen und so. Pass bloß auf! Ich bin nur schlafen gegangen, alles gut. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Na, das würde ich nie tun. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Würde ich nie tun. So, ich tu nur speichern. Ich bin ganz unschuldig. So, auf dem dritten Spielstand. Speichern? Ja, bitte. So, jetzt müssen wir warten, bis sich hier alles... Aha. Petty? Ach so, okay. Ich merke okay, sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar kann nicht, nicht zu klauen. Aufstehen, falls du mich okay, verstehst. Okay, das haut nicht so hin. Ich dachte, die würden auch mal schlafen gehen. Schaut dem nicht so aus. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Tu ja gar nicht. Ich wollte mich nur aufs Bankerl setzen. Geh doch rein. Wo war jetzt Kater? Kater war jetzt oben, ne? Den müssen wir auch noch ausrauben. Schläft er schon? Warte kurz. Hier drin haben wir schon alles ausgeraubt, ne? Raus hier! Entschuldigung. Verschwinde! Na! Geh aus dem Weg. So. Okay, vergesst es mit dem Stil. Das mache ich mal ein anderes Mal. Warte, der Kater war da oben, ne? Der hat normalerweise jetzt den Ohrring vom Lago, ne? Das bist ja du. Habe ich hier jetzt eine Chance? Zeig mir die Sachen. Wie kann man ja eigentlich Taschendiebstahl machen? Wahrscheinlich erst lernen, ne? Das wird sein. Warte mal. Jetzt speichert er automatisch, der Kerl. Unfassbar. So, hallo. Ich möchte. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ja, Taschendieb werden will ich sein. Ich will ein guter Taschendieb werden. Ha, da hast du ja noch einiges vor dir.
Ein guter Taschendieb kann seinem Opfer das Kissen unter dem Hintern wegmopsen. Aber du kannst mit einfachen Sachen anfangen. Wichtig ja? ist, dass du dein Opfer ablenkst. Und ein bisschen vorsichtig solltest du natürlich auch sein. Um ja. besser zu werden, musst du mehr über die Diebeskunst lernen. Gut. Gelernt, Taschendieb. Dann würde ich sagen, ich später. Und tschüss. Jetzt müsste es klappen, ne? Nein. Hä? Muss ich mich jetzt schleichen? Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Du ja nicht. Zeig mir die Sache. Wie geht denn das? Das ist doch er. Wie macht man hier Taschendiebstahl? Was haben wir da? Also eine leere Kiste. Patty, weißt du, wie das gehen soll? Braucht man vielleicht einen höheren Skill dafür, oder was? Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen. Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. Okay. Jetzt klappt's wahrscheinlich. Lust auf einen Grog? Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Ja, schwarze Bälle halten. Super. Was glotzt du denn so dämlich? Ich hab mich nur gewundert. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. Ja. Und dämlich noch dazu. So, jetzt ist die Frage, was gehen wir her, ne? Falsch. Entschuldigung. Was? Nein, das wollte ich so nicht. Inventar, das wollte ich haben. Ausrüsten, Ohrring, was haben wir denn da drinnen? Gar nichts noch, die schwarze Bärle, Gerissenheit plus 1. Wäre echt cool zu tragen. So, wir haben alles, Schnucki. Mach mich zu einem guten Dieb. Passt. Wir werden, denke ich mal, das Kopftuch hergeben. Würde ich sagen, das glaube ich passt am besten. Glaube ich. So, gut, das hätten wir auch. Das könnten wir wieder speichern. Diese Fähigkeiten, Taschendiebstahl, Schlösser knacken und so weiter, müssen wir sowieso lernen. Ist eh wurscht, ich probiere gleich mal was. Wenn wir schon hier sind, ne? Können wir da vielleicht von gewissen Menschen etwas stibitzen per Taschendiebstahl? Ist das möglich? Ich brauche probieren. Taschendiebstahl, Diebeskunst 15. Das hat sich gelohnt. Fisch! Klappt? Geht's bei den Leuten auch? Nö, oder? Tatsächlich, schau mal. Das hat sich gelohnt. Vollhüten. Ha! So, passt, dann werden wir gleich speichern. Für den Fall, dass es mal nicht klappen sollte, ich hoffe, dass gerade es dann... nichts. Okay. Ich hoffe, dass man dann einen Hinweis kriegt, dass man zu wenig Taschendiebstahl Nein, kann oder so. Jetzt habe ich keine Zeit. Jetzt nicht. Mach bei dir bloß keinen Ärger. Niemals. Wir sind anständige Leute. Können wir bei dir was stibitzen? Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Der ist für später. Alles klar. Na gut. Dann würde ich sagen, wir begeben uns nochmal zur Nachtruhe vielleicht. Bettchen, bis zum Morgen schlafen. Weil da ist ja noch jemand auf der Bank. Das ist ja unerhört. Da sitzt ja jemand noch auf der Bank. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ja, ja, sicher. Ich mache ja nur Taschendiebstahl. Und zwar, der sitzt jetzt hier, das ist doof. Alter, wie lange schlafen die denn? Weg mich. Hau schon ab! Stehen sie jetzt vielleicht auf? Zumindest mal der eine hier. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Die Wache hier Was? Wird wahrscheinlich... Lass mich bloß...
Entschuldigung, ich wollte mit der Wache sprechen. Kann ich Petty ausrauben? Na. Nur mal so ein Gedanke. Ist was? Na? Geh, jetzt steht der Depp nicht auf. Hallo, steh auf, schläft er bis mittags, oder was? Was bist denn du für eine Wache? Ist da wer? Verschwinde! Ah, jetzt kommt er. Sehr schön. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Servus, lass uns trainieren. Umgang mit der Klinge lernen. Achso, okay, weiter. Der hat nichts. Der ist arm wie ein... Entschuldigung. Der ist arm wie eine Kirchenmaus. Okay, dann porten wir uns, würde ich sagen. Und zwar dahin. Ah, ja, warte. Da unten könnten auch noch was haben, ne? Ach, ist ja wurscht. Nehmen wir mal den Kerl da. Vielleicht hat der noch was an Taschendiebstahlgeschichten. Achso, okay, das können wir Bericht erstatten. Die entlaufenen Sklaven sind Geschichte. Die entlaufenen Sklaven sind Geschichte. Wirklich? Ja. Das wird die Fuego interessieren. Er weiß es schon. Gesagt. Ja. Gut, dann werden wir zu den Piraten hatschen, würde ich sagen. Den können wir leider nicht ausrauben. Der Kerl, der ist auch arm wie eine Kirchenmaus. So. Das heißt, wir müssen hier durch und dann sollten wir zu den Piraten stoßen können, Türen. Das ist hier zu finster. Braucht man eine Fackel? Ich glaube, es geht. Ne? Halt, was ist da? Ein Pilz. Schön. Ein Schwarmelee. Ich brauche eine Spitzhacke. Ach so, hier, Erzader. Ach so, ja, okay. Hallo, Warzenschwein. Baum, bam, bam, baum, bam, bam, baum. Sauber. Ein Warzenschweindel. So, eine Kiste. Was haben wir denn da Tolles? Wir haben Proviant und Gold. Das nehmen wir doch gerne mit. Ha, ist hier vielleicht irgendwo grob noch zufällig, der mitgenommen werden möchte? Nein? Nicht? So, nicht. Okay. Alles klar. Dann haben wir hier eine Würgeranke. Und wieder etwas Proviant, denn eine Maki-Beere wartet in unserer Tasche. So, lauf, lauf, lauf. Halt, noch eine Maki-Beere. Bah, 50 Proviant haben wir schon. Sauber. Oh, da haben wir wieder Krallenaffe. Ich will nur ihn herlocken, die kleinen Äffchen nicht stehen lassen. Das ist so niedlich. Komm her. Das. Ja, komm. Du bist nur aufregend die ganze Zeit. Wenn das helfen ist. Auf! Passt. Perfekt. Und eine Maki-Beere. Na, ihr Süßen. Na, ihr seid so lieb. Ihr seid so lieb. Wir sind so lieb. So lieb. So. Warte, ich tue nochmal speichern. Ich will da drüben ein bisschen mich umschauen. Ja. Ich will gerne da drüben ein Stückchen laufen. Ich habe Angst, dass da Fallen sind. Da liegt nämlich, da ist sogar eine Pflanze für uns. Eine Würgeranke. Gibt es hier auch irgendwie Proviant und so? Also Beeren? Ja, tatsächlich. Eine. Vielleicht auch ein Jaguar. Wir sind zu zweit. Nein, aber Warzenschweindelis. Aua. Bist du gescheit? So, meine Kinder. Hier. Wow, fast. Fast runtergestürzt. Baum. Sauber. Boah, die arme Patty, ne? Ich hoffe, sie ist wieder gesund. Ja, passt. So. Was haben wir da? Eine Höhle. Eine große Höhle. Und die schaut nicht sonderlich gesund aus für uns, aber interessant. Warte, da ist noch was Tolles. Schädelblüte. Und da hinten sehe ich auch noch was. Eine
eine Markbeere, einmal Grog, wie schön. Noch was? Holzbein. Mhm. Ein Questerfolg, schau. Das Holzbein. Was man beim Erkunden nicht alles findet. Nicht schlecht. So, dann nochmal speichern, weil wir doch was Tolles gefunden haben. Und dann erkunden wir noch schnell diese Höhle da. Wie spät? Warte, ganz kurz. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Knappe 10 Minütchen. Halt, ja, die Erzader, schon klar. Was haben wir da? Ein Schwammerl auf dem Schwammerl. Schwammerl? Ich helfe dir. Oh, oh. Oje. Oje. Was bist du denn? Eine Grabspinne. Ui, die macht Damage. Hätti? Daneben. Ist klar, ne? Ich werde ein bisschen Proviant zu mir nehmen. Hätti! Ist Patty jetzt tot? Hoffentlich nicht mehr da. Okay. Das war nicht zu schlau. Ich glaube, Patty ist tot. Oder nein, sie ist nur bewusstlos. Okay. Wir sind tot. Du Heilige. Ja. Warte. Hier. Höhle ist ungesund, aber sie wäre machbar. Wenn wir Patty jetzt noch eine Flasche Grog geben, wäre es vielleicht machbar. Sie braucht den Grog, ne, zum Saufen, ne, eigentlich. Mal noch mal probieren. Ich werde noch ein bisschen Proviant zu mir nehmen. So. 15 Schuss haben wir noch bei der Pistole. Du vielleicht. Vielleicht klappt das echt. Ich bin bei dir. Das freut mich so unglaublich. Ich kann es dir gar nicht vorstellen. Jawohl, jetzt haben wir mal getroffen. Mach mal. Jawohl. Wow. Patty, du darfst. Ach, scheiße. Patty? Tja, sie steht hinten, macht nichts. Darfst. Er ist auf mich visiert. Oder sie. Mach! Sie will ja zurecht. Ha, ich bin auch gerade feig. Jawohl! Lol? Was hat er jetzt geschossen, wo ich gar nicht gedrückt habe? Wo dreht er sich denn hin? Die Steuerung ist leicht komisch. Patty? Die habe ich, glaube ich, irgendwie festgeglichen. Patty ist ja nicht tot. Was macht der Kerl? Hä? Schnucki? Was ist mit dir? Ah ja, okay. Irgendwie habe ich gerade ein Problem. Was macht der Kerl? Ich kann es euch nicht erklären. Irgendwas stimmt gerade nicht mit der Steuerung. Ich kann kameratechnisch nichts machen, ich kann gerade gar nichts machen. Ich stecke nur irgendwie fest. Das ist alles. Hey, wie gemein. Dabei hätte es jetzt gar nicht so schlecht ausgeschaut. Voll in die Wand reingeglitscht. Ich konnte mich gerade nicht umdrehen, gar nichts. Als ich mich zurückrollen wollte, also nach hinten, hat es auch nicht geklappt. Da ist nach rechts weg.
voll komisch. Also echt komisch. So, einmal probieren wir es noch. Ich helfe. Mehr du Gradler. Daneben. Das verstehe ich ja nicht so ganz. Und ich stecke schon wieder fest, ne? Wie heuerlich ist das? Ja, diesmal lief es nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Patty ist bewusstlos. Ich hoffe, sie steht wieder auf in der Zeit. Ich wollte es mich eigentlich besiegen, ganz souverän, aber das kann ich mich schon aus den Haaren schmieren. Die Pistole braucht verdammt lange, bis die wieder ready ist, ne? Aber hier bleibt gerade nichts anderes übrig, als wie auf die Pistole zu warten, ne? Daneben, ist logisch. Nahkampf und so, ne? Warte. Kann ich mit der Nuss was machen? Benutzen Charakter. Wo war das? Inventar? Benutzbar. War das hier mit der Gaganuss? Nö, ne? Das ist mit Ausrüstung und so, ne? Daneben! Nochmal? Daneben! Warum? Geht gar keine. Das ist ja lustig. Alle verschmissen. Kann ich nochmal laden. Ich glaube, das lassen wir vielleicht, ha? Hm? Sollen wir das lassen, ich glaube. Wie schaut's aus mit dem Part? Oh, sind wir eh schon drüber. Einen Versuch mache ich noch. Aber ich glaube, das wird nichts bringen. Das muss ich ein anderes Mal probieren, fürchte ich. Ich bin bei dir. Ich glaube, das haben wir getroffen. Oh ja. Boom. Ja, weg schnell. Okay, wow. Gleich wieder fertig. Ich hoffe. Jawohl! Jawohl, sehr gut. Bildschirm wurde gespeichert. Komm, Betty! Immer fester drauf! Daneben!
Kitty, warum bist du verreckt? Jawohl, 210 Punkte. Kitty, alles gut? Auweia. Was kriegen wir da Schönes? Goldkopf erhalten. Aha. Eine Fassung. Und jetzt? Aha. Oh. Ui. Was haben wir denn da entdeckt? Ich weiß gerade, ob ich da weiter rein will. Ich werde mal speichern. Was haben wir denn da entdeckt? Wo bist du da? Speichern. Ja. Da geht's rein. Und hier wahrscheinlich gibt es weitere Grabspinnen, kann ich mir vorstellen. Was jetzt nicht so toll wäre. Na, da geht's raus. Aha. Ich weiß schon, wo wir sind. Ah! Okay. Da kommst du wieder rüber zum Turm. Wo wir die meiste Zeit, ja, gepennt haben und so. Wir wollen aber da rein. Vielleicht gibt es noch ein paar von diesen Idolen oder so. Ich bin bei dir. Ach du Heilige. Au! Bitte, was hat mich jetzt angespuckt? Eine Ratte, genau. Ein Krieger. Alter. Alter. Petty. Mistviecher. Jawohl. Mistviecher, ja, das kannst du laut sagen. Den Speer nehmen wir mit. Und den kann man nicht ausräumen. Schaut nicht aus. Ausbeuten. Boah, ey, der hat aber ganz schön zugesetzt jetzt, ja? Ich muss da jetzt etwas öfter speichern, tut mir leid. Wenn wir hier durchkommen wollen. Eine Ratte. Es tut mir leid, Ratte. Da haben wir es schon. Kann man da durch? Nö, oder? Oder doch? Kann man kriechen? Ich habe keine Ahnung, ob man kriechen kann. Schleichen geht. Kann man sich ducken? Nö, oder? Passiert wieder was? Jawohl! Muha! Sehr gut. Dann lasse ich das mal so gut sein. Keine Ahnung, wie es da nach hinten geht. Vielleicht lernen wir noch was. Okay, das bleibt drinnen. Alles klar. Na gut, dann gehen wir weiter. Nicht so schlecht. Vielleicht ist es hier questbedingt noch, dass wir hier rein müssen. Vielleicht brauche ich eine Spitzhacke, dass ich das die Wand da einschlagen kann. Das kann ich mir vorstellen. Das würde Sinn ergeben, irgendwie. Aus meiner Sicht. Jo. Jo, passt. Dann einfach wieder da runterlaufen. Und über die Brücke. Und dann schauen wir, dass wir ins Piratenlager schon langsam kommen tun. Oder ich werde... Ja, pennen gehen ist auch blöd irgendwie jetzt, ne? Ist wieder ein schönes Eck zum Laufen. Schau mal, wie weit wir kommen, wenn wir darüber gehen. Die Äffchen seid so niedlich. Ah, schau, eine Magibeere. Mei. Die erinnern mich irgendwie an Zelda. Majora's Mask. Okay, da gibt's wieder zwei Wege. Wen nehmen wir zuerst? Höhle. Wahrscheinlich geht da weiter, ne? Ja. Dann schauen wir uns das hier doch mal an. Was? Hör auf. Da geht's runter. Ist das so schlau? Ich weiß es nicht. Ah. Ah, da kommen wir raus. Okay. Kann ich hier wieder hoch? Bitte?
Nein, da müssen wir laden. Okay, ich verstehe schon. So. Laden bitte. Ja. Ich wollte nur nachschauen, ne? Das ist der Drang des, ja, des Suchens und so. Und den Parts wollte ich eigentlich auch beenden, ich Idiot. Ich habe schon Überlänge. Entschuldigung. Siehste, ist schon passiert. So, also, wir machen Schluss für heute. Ihr Lieben, das war's wieder. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!